So, dann gucken wir mal, ob irgendwo Monster gekommen sind. Kann ja auch hier schnell runter. So, wie sieht's aus, Monster? Seid ihr da? Ja, das mit dem lilanen Augen war jetzt auch vielleicht nicht gerade die prickelnde Idee, aber na gut. Machen wir mal hier Fußboden. Legen das, stellen das Bett mal hier hin. Das ist der alte Platz von dem Bettmann. So. Und dann werden wir hier mal den Fußboden ausheben. Dann machen wir mal so ein kleines Muster da rein, Ornament oder was. Mal gucken. Irgendwas, was in die Richtung spitz zuläuft, würde ich sagen. Mal gucken, was mir da so spontan einfällt. Und dann kann ich meine Gäste dann auch demnächst, wenn ich dann wieder welche haben sollte, durch den Haupteingang hier im Haupteingang in Empfang nehmen. Das tun wir nochmal weg. So, dann kommen also hier. Ja, wie machen wir das jetzt mal am besten? Machen wir mal Birke. Ich nehme einmal nur so viel weg, wie ich jetzt gerade brauche. Weil ich ja doch ziemlich bepackt bin hier. Das heißt, ich könnte ja natürlich auch was in die Kiste da tun. Da ist gar nichts drin, ist ein Ding. So, in den meisten Kisten bei mir ist ja Clean oder Cobblestone drin. So, dann kann ich nämlich auch hier so ein bisschen jetzt mal Eichenholzbretter, da habe ich ja schon. Da so ein bisschen was, bisschen schwarz. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Wir haben noch Eiche und Schwarzeiche, Fichte haben wir noch. Fünf verschiedene Hölzer. So, dann machen wir mal hier irgendwie so ein schönes Blumenmuster dahin. Sowas. Irgendwie sowas halt, ne? Keiner weiß, was es bedeuten soll und ich auch nicht. So, dann könnte aus diesem hellen Holz könnte ein dunkles Holz herauswachsen. Dass man im Prinzip ganz genau so. Wir haben mal 1, 2, 3, 4, 5 haben wir gemacht. So, die anderen kommen dann so als hübsches Beiwerk dazwischen. Da kommt dann zum Beispiel hier dann sowas hin und da können wir dann da die Fichte hinmachen.
als dunkles Teil. Der muss noch weg. So, und hier kommt dann auch noch ein Fisch dahin. So, was machen wir dann hier in die Löcher da rein? Hier käme dann wieder Schwarzeiche hin. Und hier käme dann ja, was machen wir da? Hier machen wir mal nochmal Birke hin. Birke habe ich gesagt. Und hier gehen wir dann nochmal Schwarzeiche hin. Und hier können wir dann das Tropenholz verbauen, wo ich mir noch gar keine Dinger gemacht habe. Und das kann dann hier und dahin. So, und dann kommt hier wieder dies Helle hin. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Käme dann da hin. Und hier kommt dann wieder Dunkles hin. Und neben der Helle kommt dann hier dieses Eiche, Fichtenholz hin. So, und dann, was hatte man dann? Da kam dann noch Tropenholz hier hin. Und was hatte man da noch? Da hatte man dann nochmal Birke. So, das ist erstmal der Fußboden. Ja, da könnte man natürlich auch so Decken leuchten. Nee, was mache ich denn? Ich habe doch so viel. Habe ich so viel? Ich war doch in der Hölle. Da könnte man schön hier oben irgendwo Glowstone reinpacken noch. Dass das auch noch draußen leuchtet ist. Ah, ja, ja, ja. Gucken wir mal. Das geht ja schnell eigentlich. So, da gucken wir mal nach Glowstone. Wie viel hatte ich denn da geholt? Ja, hier komme ich überhaupt nie auf die Idee, die alte Position der Treppe anzuwählen. So, habe ich das hier mit drin? Ja, 50. Das ist schon mal gut. Lapis Lazuli. Moment, das brauchen wir ja eigentlich normalerweise gar nicht. Außer zum Verzaubern. Da machen wir doch mal hier. Wie viel gibt es davon? 7. Ah, es gibt genug Lapis Lazuli. Da können wir ruhig mal so ein bisschen mit rumasen. Mit dem Lapis Lazuli. So, 14 Lapis Lazuli. Oder Lapis Lazuli. Oder Lapis Balui. Ah, jetzt habe ich es auf Anhieb hier. Wunderbar. So, dann fahren wir mal wieder vorne hin.
Ist schon dunkel. Na, kannst du jetzt hier schlecht sehen. Durch das dunkle Glas. Aber es sieht so aus, als kann ich mich gleich wieder hinlegen. Jo, genau, so ist es.